Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Serie zum nagelneuen Apple iPhone 13 Pro Max. Eventuell habt ihr es im Unboxing schon gesehen. In der Regel schütze ich meine Smartphones immer direkt nach dem Auspacken ordentlich mit einer Hülle und auch einem Panzerglas. Das ist zum einen ein enormer Vorteil, wenn es denn mal irgendwie ungünstig runterfällt, dass nicht direkt das Displayglas bricht. Und zum zweiten ist es natürlich auch ein Mehrwert beim Gebrauchtverkauf dann irgendwann, wenn ihr das iPhone oder das Smartphone wieder abstoßen wollt, weil das Display ganz einfach vollkommen kratzerfrei und selbst mikrokratzerfrei ist. Ich habe mich in diesem Jahr für ein Produkt von Spigen entschieden. Meistens schaue ich bei Amazon einfach ein bisschen durch, was gute Rezensionen hat, beziehungsweise weiß ich aus den Vorjahren, dass in der Regel Produkte von Omoton, das waren so meine Panzergläser der letzten Jahre, und auch von Spigen, die waren vollkommen problemfrei, A, in der Aufbringung. Ich kaufe prinzipiell nur noch Produkte mit so einer Aufbringhilfe, damit sie auch zentriert drauf sitzen, damit die nicht irgendwie schräg rutschen oder sowas in der Richtung. Von Omoton habe ich jetzt auf die Schnelle irgendwie beim Durchscrollen gar nichts gefunden. Das von Spigen hier ist mir direkt ins Auge gefallen. War nicht wirklich teuer. Ich verlinke euch das mal. Ist auch nicht gesponsert oder so. Ich habe das einfach wirklich privat bestellt. Wie gesagt, habe mit Spigen aus der Vergangenheit immer ganz positive Erfahrungen gesammelt. Was ich euch grundsätzlich ans Herz legen kann, zum Reinigen des iPhones, aber auch bevor ihr dann irgendwie Panzerglas etc. aufbringt, einfach eine ordentliche Reinigung. Ich arbeite schon seit Jahren mit diesem Set hier. Das ist ein großes Mikrofasertuch und so ein Screen Cleaner. Den kann man aber für alles Mögliche hernehmen. Da reinige ich auch mein MacBook, meine Displays mit etc. Die ist total ergiebig. Ich glaube, ich habe die schon seit 2-3 Jahren oder länger. Da ist bestimmt noch 3/4 oder mehr drin. Kostet auch nicht die Welt. Gibt es ebenfalls bei Amazon. Verlinke ich euch mal. Und damit reinige ich dann auch speziell das Display nochmal. Da habe ich einfach mehr Flüssigkeit und ein besseres Reinigungstuch als das, was in der Regel hier so ein bisschen in der Packung von diesen Displaygläser mit dabei liegt. Das ist ja meistens nur so ein ganz kleines Alkoholläppchen für eine ordentliche Grundreinigung. Bei meinem neuen Gerät ist das halb so wichtig, aber wenn ihr was habt, was schon länger irgendwie in der Hosentasche bei euch rumfliegt, dann ist eine ordentliche Grundreinigung vorher auf jeden Fall zu empfehlen. Da kann ich euch sowas nur empfehlen. So, jetzt schneiden wir hier mal die Packung auf, am besten auf der Unterseite. Und dann gucken wir mal da rein. Wie gesagt, da dürfte eine Positionierhilfe drin sein. Und eben die zwei Panzergläser. Ah, schaut mal, das ist jetzt hier nochmal ganz anders gelöst. Das ist sogar alles in einem. Mit einem Rakel. Der ist sogar richtig dick und hochwertig. Oh, das kann sich jetzt aber mit dem Omoton ansonsten gar nicht vergleichen. Das ist eine andere Liga. Und offensichtlich hier auch entsprechend zum Aufbringen schon. Na, da kann man aber gar nicht viel falsch machen. Da kann ich dann direkt das Ganze drauflegen und dann sliden. Und dann drückt sich das Glas. Hier oben seht ihr auch die Aussparung für die Notch. Die ist hier oben. Ne, ein schönes Panzerglas. Hier gibt es auch dann mit Notch-Abdeckung. Da stehe ich jetzt nicht so unbedingt drauf. Das hatte ich zwar beim alten, aber ich mag das gar nicht so gerne, wenn speziell vor der Frontkamera auch noch ein Glas davor ist. Ich möchte gerne die ungefilterte Qualität sozusagen haben. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Davon sind zwei dabei. Also wenn doch mal irgendwie Staub drunter gerät etc., habe ich ein zweites. Und hier habe ich einmal die besagten Reinigungstücher und eine kleine Anleitung. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich kann euch grundsätzlich empfehlen, weil wir haben Katzen zum Beispiel. Hier sind immer kleine Härchen in der Luft und Staub in der Luft. Seht ihr wahrscheinlich manchmal auch an meinen T-Shirts. Es ist so, der optimale Zustand ist eigentlich, ihr geht ordentlich duschen oder baden. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist hoch und danach bringt ihr dieses Displayschutzglas an. Das hat den Vorteil, dass der ganze Schmutz in der Luft gebunden ist und der sich nicht aus Versehen eben unter das Display drunter setzen kann. Ich mache das jetzt hier für euch im Studio unter der Kamera. Keine Optimalvoraussetzungen. Im allerschlimmsten Fall habe ich ein Glas damit vergeudet und mache es dann irgendwie hinter der Kamera nochmal im Bad, falls jetzt hier Staub drunter sein soll. Ich passe dabei immer ein bisschen auf. Wir sprechen gleich drüber, wie man das optimal macht. Ich bin da wahrlich auch kein Profi, mache das auch nicht gerne, um ehrlich zu sein. Aber bisher, die letzten Jahre, habe ich es immer blasenfrei und staubfrei hinbekommen. So. Dann schauen wir mal, ob jetzt hier irgendwas anderes gemacht werden soll als das, was ich kenne. Nein, hier ganz einfach, genau, soll man dann rausrakeln. Hier ist auch gar keine große weitere Anleitung mit dabei. Doch hier hinten, genau, einmal sauber machen. Dann sieht man hier, muss ich den rückwärtigen Film abziehen. Der ist hier unten. Dann könnte schon Staub draufkommen, da muss man schon vorsichtig sein. Das seitlich draufdrücken und dann von oben nach unten swipen. Den Sticker abziehen und dann die entsprechende, die Positionierhilfe abziehen.
abnehmen. Ja, das ist erstmal nicht sonderlich kompliziert. Ich lege das mal hier so schräg auf die Hülle mit drauf, damit das nicht in irgendeiner Form verkratzt. Ich gehe jetzt erstmal zur groben Vorreinigung mit meinem eigenen Reiniger hier hin. Da ist jetzt nur vom Unboxing, vom bisschen Rumdrücken auf dem Display sicherlich schon ein paar Fingertoucher drauf. Das sollte schon richtig gut fettfrei und schmutzfrei sein. Ansonsten ärgert ihr euch hinterher total, wenn da irgendwas drunter ist. Deswegen, wie gesagt, macht es optimalerweise wirklich am Anfang, nachdem ihr das Gerät neu ausgepackt habt. Dann ist die Gefahr, dass da was nicht in Ordnung ist, wirklich viel geringer oder dass irgendwas nicht vom Display ordentlich abgeht. So, jetzt sind hier auf jeden Fall kleine Staubstückchen noch drauf oder Staubkörner noch drauf. Ich schaue auch gerne mal so ein bisschen rechts und links drüber. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass ich hier unten nicht ordentlich gereinigt habe. Hier habe ich wieder drauf getatscht. Also das ist prinzipiell, da muss man schon so ein bisschen gucken, dass man wirklich alles ordentlich sauber hat. So, jetzt nehmen wir hier einmal den Original Lens Wiper. Das ist so ein alkoholgetränktes Tuch. Das ist im Grunde ähnlich wie das hier, aber eben hier in der Packung mit dabei. Das ist jetzt hier sogar relativ groß, wie ich sehe. Bei den anderen Gläsern, die ich sonst hatte, war dieses kleine Tuch sehr viel kleiner. Also da braucht es jetzt wahrscheinlich dann dieses andere Reinigungsmittel gar nicht. Schaut mal, das reicht von der Größe auf jeden Fall vollkommen aus. So, das ist ja, riecht doch jetzt richtig alkoholisch. Also das gefällt mir von der Packungsbeilage, was hier dabei ist, schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bin gleich gespannt, wie sich das aufbringen lässt. So, und dann kommt eigentlich der wichtigste Part. Und zwar macht man es jetzt einmal trocken mit diesem Mikrofasertuch, was dabei ist. Und versucht es wirklich auch nur so am Rand anzufassen, dass er jetzt nicht mit der Hand wieder aufs Display irgendwie draufkommt. Und jetzt habe ich dann zwangsläufig, wenn ich jetzt mit diesem Mikrofasertuch hier arbeite, so ganz kleine Flusen von diesem Mikrofasertuch auch auf dem trockenen Displayglas obendrauf. Das wird leider nicht ausbleiben. Und dafür gibt es so kleine Aufkleber. Die sind jetzt hier auch mit dabei, zwei kleine und ein großer, und die nimmt man einfach dann entsprechend in die Hand. Und wichtig ist immer, ich mache das zum Beispiel, alles was ich jetzt aufmache oder irgendwie abziehe, mache ich nicht mehr über dem iPhone, sondern daneben, um wirklich sicherzustellen, dass jetzt hier auch nicht nur eine Kleinigkeit nach oben drauf fällt. So, jetzt schaue ich immer schräg drüber und gehe einmal hier, ohne das mit dem Finger zu berühren, mit dem Sticker oben drüber, damit der restliche Staub wirklich schön an der Klebefläche unten hängen bleibt. Das mache ich jetzt mal ganz kurz in Ruhe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sieht jetzt gut aus. Auch wenn ich so schräg drüber schaue, kann ich nirgendwo auch nur ansatzweise einen Staubkorn entdecken. Ich halte das trotzdem in der Hand, um im letzten Moment nochmal potenziell eingreifen zu können. Jetzt schön neben dem Smartphone, dass hier beim Abmachen nichts drauf fällt. Hier steht extra Back drauf. Hier unten könnt ihr eventuell sehen, hier, das zieht man ab. Hier oben ist die Aussparung der Notch, da ist die Notch und dann direkt drauf drücken. Das mache ich mal. Das kann ich euch wahrscheinlich jetzt nicht ordentlich zeigen. Da ist schon wieder eine Kleinigkeit draufgeflogen. Also da wirklich immer hinterher sein und auch den Sticker in der Hand behalten. So mache ich das auf jeden Fall. So, jetzt ziehe ich hier hinten schnell die Folie ab. Muss ich sie nur kurz unter die Finger bekommen. Dann Fingernagel ein bisschen kurz. So, und jetzt noch einmal letzter Check. Ja, da ist noch ein Flusen. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Okay, und Folie ab und drauf. So, jetzt müssen wir hier einmal hin und her swipen. In der Mitte könnt ihr ja sehen, wie es da steht. Jetzt sieht man unten auch schon wunderbar, dass sich das Displayschutzglas wirklich schön festzieht. So ein paar Blasen sind noch drin, die können wir gleich rausrakeln. In der Regel, wenn da so ganz Kleinigkeiten noch drin sind, die kann man dann hinterher problemfrei ziehen, die sich von der Temperatur beim Erwärmen des Glases oder des Handys dann auch automatisch raus. Jetzt halte ich das hier wirklich mit zwei Fingern ein bisschen fest und ziehe hier einfach einmal oben drüber diesen Aufkleber ab. Da ist das Displayschutzglas dran. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man es nicht wieder kaputt reißt mit drin. Also ich wirklich Druck weiterhin ausüben. Kann ich nur empfehlen. Ich hatte das System nämlich schon mal. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich jetzt das Ganze hier einmal abnehme. Ich fasse da wirklich immer jetzt auch auf das Displayschutzglas drauf, damit ich es nicht mit abziehe, mit abreiße, damit ich keinerlei Gefahr habe, dass da was passiert. So, jetzt sieht man hier zum Beispiel, dass hier noch so Lufteinschlüsse sind. Dann nehme ich jetzt einfach den Rakel, da kann man auch wunderbar
Seht ihr mal hier, wie gut das rausgeht. Den Fingernagel vernehmen, einfach dann so immer schön nach außen schieben. Das dauert jetzt ein kleines Momentchen, bis man die raus hat. Das geht hier aber sehr, sehr gut. Mal schauen, ich kann auch jetzt keinen Staub aktuell erkennen. Und jetzt ziehe ich einmal oben das Displayschutzglas ab. Ja, das macht einen extrem guten Eindruck. Sieht gut aus. Hier unten, wow, das ist deutlich besser als das Omoton-Glas. Gut, dass ich mal was anderes getestet habe. Das Omoton, was ich da habe, das war unten so ein bisschen scharfkantiger. Das ist jetzt hier überhaupt gar nicht der Fall. Das ist so wunderschön abgerundet. Sitzt auch super zentrisch hier drauf. Sehr viel zentrischer, als das bei dem alten Glas der Fall war. Ich glaube, das war so minimal nach links. Ja, seht ihr, das hat auf der rechten Seite ist das ein kleines bisschen dichter an der Kamera mit an dem Gehäuse dran hier, also auf der linken Seite. Also es ist so minimal schräg nach rechts und das ist jetzt hier überhaupt gar nicht möglich gewesen, weil dieser Rahmen hier das deutlich besser zentriert hat. So, jetzt schieben wir das mit dem Rakel hier mal raus. Das sieht doch schon sehr gut aus. Den Rest drücken wir hier noch so ein kleines bisschen mit den Fingern raus. Das geht sehr gut, muss ich sagen. So, mach das mal ganz kurz hinter der Kamera in Ruhe. Und das war's auch schon. Das war jetzt gerade, ich habe 10 Sekunden mit diesem Rakel ein bisschen gedrückt und habe jetzt hier mit dem Fingernagel mit diesem großen Tuch ein bisschen nach außen gedrückt und alle Luftblasen waren sofort weg. Fingergefühl von dem Glas, also ich hätte das wirklich nicht gedacht, ist eine ganze Ecke angenehmer als das, was ich hier von diesem Omoton-Glas kannte. Und auch diese Kante unten sehr, sehr schön gelöst. Ich gehe jetzt mal hin und schalte das mal an und nehme es mal in die Hülle mit rein. Dann schauen wir mal, wie sich das grundsätzlich jetzt so mit Hülle anfühlt, was ich da für einen Eindruck habe. Na, hier unten geht ja sowieso diese Kante, wie ihr seht, schön von der Hülle drüber. Da kann man ja im Grunde überhaupt, merkt man diese Kante unten sowieso nahezu gar nicht. Ja, Blickwinkel von allen Richtungen. Super, da fällt mir überhaupt nichts Negatives auf. Tolles Glas und wie gesagt, macht euch nicht verrückt, wenn da irgendwo noch eine Mini-Blase in der Mitte drin ist. Die zieht sich nach 24 Stunden oder so Nutzung durch die Erwärmung des Gerätes irgendwann dann auch selbst raus. Aber das ließ sich jetzt hier wirklich einfach mit dem Fingernagel zur Seite drücken. Sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, nochmal der Tipp, macht es am besten in einem Raum, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, zum Beispiel nach dem Duschen oder Baden, damit der Staub in der Luft einfach ein bisschen gebunden ist und sich nicht so schnell aufs Display setzt, bevor er die Scheibe draufsetzt. Aber im allerschlimmsten Fall habt ihr hier noch ein zweites Set, eine zweite Scheibe sozusagen mit Positionierhilfe mit dabei. Im Optimalfall, falls euer Partner auch ein iPhone 13 jetzt bekommen hat, könnt ihr es dafür direkt verwenden. Oder wenn ihr es wirklich vergeigt oder da irgendwie doch was drunter sein sollte, habt ihr einfach noch eine zweite Möglichkeit. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich für euch. Falls das so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ja, und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss!